Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 83, Antrag Aktuelle Stunde der SPD-Fraktion, Arbeitsplätze und Unternehmen der Corona-Krise vor marktradikalen Ausfällen von Hessens CDU-Generalsekretär schützen, Drucksache 204957. Und wer spricht? Christoph, bitte. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach wie vor gilt und ist richtig, in der Krise beweist sich der Charakter. Und den Charakter der AfD, den kennen wir, ob Krise oder nicht, dazu will ich gar nichts sagen. Das wäre verschenkte Redezeit, meine Damen und Herren. Aber ich bin dankbar der Jungen Union für die Einblicke in den Charakter der hessischen CDU, meine Damen und Herren. Wenngleich es mich wirklich verstört, auf welche Art und Weise man inzwischen in der CDU Hessen miteinander umgeht. Aber das ist ein anderes Thema, meine Damen und Herren. Ich bin, übrigens ist es das ja auch, also das muss man schon noch sagen, ich will nicht viel über die Wortwahl sagen, die da gewählt wurde, aber im Hinblick auf das Vokabular Dschihadisten kann man schon feststellen, dass trotz allem schwarz-grünen Anstrich der CDU man schon doch immer noch merkt, dass auch Herr Gauland ja in dieser hessischen CDU groß geworden ist, meine Damen und Herren, das darf man sagen. Ich bin jedenfalls verdammt froh, dass die SPD aktuell Teil der Bundesregierung ist, meine Damen und Herren, und Tag für Tag ihren Charakter beweist damit. Mit der Ausweitung und Dauer der Höhe des Kurzarbeitergeldes, zum Teil über 6 Millionen Menschen, denen damit Sicherheit gegeben wurde, mit den Soforthilfen, Überbrückungshilfen für Gastronomie, für Einzelhändler und viele andere, denen damit Sicherheit gegeben wurde, meine Damen und Herren, in einer Zeit, in der der Markt schon überhaupt nichts regulieren sollte, meine Damen und Herren. Und auch ganz aktuell, Sie haben es heute gelesen, im gestrigen Koalitionsausschuss, wo vereinbart wurde, ein Corona-Zuschuss für Grundsicherungsempfänger, die besonders gebeutelt sind, und genauso der Kinderbonus für Familien, meine Damen und Herren. Dafür steht die Sozialdemokratie in der Bundesregierung, und darauf kann man sich verlassen. Und vor allem, dahinter stehen wir zu 100%. Wir stehen zu 100% hinter den Menschen, die in der Krise getroffen sind, die Ängste haben. Und wir sind der Meinung, das ist absolut nicht der Zeitpunkt, in dem man irgendwie darüber nachdenken sollte, dass der Markt diese Volkswirtschaft bereinigt, meine Damen und Herren, wie Herr Pentz sich das offenbar wünscht. Das geht gar nicht. Denn sonst würde in vielen Bereichen nicht mehr viel übrig bleiben, wo Menschen auch nach der Krise zurück in ihren Job kommen können. Und ich sage Ihnen, da können Sie sich darauf verlassen, dass jeden Tag wir Sozialdemokraten, ob Herrn Pentz und was er gesagt hat oder nicht, oder wer auch immer, das infrage stellt, wofür wir gerade auf Bundesebene in diesen Zeiten stehen und uns einsetzen. Das werden wir verteidigen, Tag für Tag, gegen egal wen, der hier den Markt über alles andere stellen will. Und es geht gar nicht am Ende darum, ob Herr Pentz alles so gesagt hat, wie es da zitiert wird. Das spielt doch gar keine Rolle. Das Wesentliche ist doch, dass es keine Überraschung ist, dass es gerade in der CDU eine ganze Reihe von Menschen gibt, die so denken, die immer wieder mit der geballten Faust in der Tasche stehen, wenn es darum geht, ob die Schuldenbremse gilt oder nicht, oder ob sie möglicherweise länger nicht gilt. Das wissen wir doch. Und genauso, dass eben das Aufgeben der schwarzen Null ganz, ganz viele bei Ihnen massiv schmerzt. Und deswegen ist es keine Überraschung. Und deswegen ist das Beispiel des Herrn Pentz doch wirklich nur ein Beispiel für viele, wo man sieht, wie die CDU derzeit tickt. Und der Fels in der Brandung bei dieser aktuellen Corona-Politik ist nun einmal die SPD. Und deswegen bin ich auch froh, dass der Finanzminister in diesen Zeiten Olaf Scholz heißt, meine Damen und Herren. Die SPD mag selbst nicht immer Garant sein für innerparteiliche Geschlossenheit, meine Damen und Herren. Wir tragen unsere Konflikte aus, keine Frage. Aber, meine Damen und Herren, bei der SPD kann man sich immer darauf verlassen, dass dann, wenn es darauf ankommt,
was dann, wenn die Menschen sie brauchen, die Menschen sich auf uns verlassen können, meine Damen und Herren. Und das ist eindeutig seit 1863. Wir stehen für einen starken Staat mit einer handlungsfähigen, starken Infrastruktur, für eine Daseinsvorsorge, auf die die Menschen sich eben gerade in Krisenzeiten verlassen können. Und das übrigens gilt nicht nur für den Staat, das gilt auch für den Kommunen. Denn wir wollen mit Blick auf den 14. März mehr Kommunalpolitik. Wir wollen starke Kommunen, die auch im Bereich Krankenhäuser, im Bereich Ärzteversorgung, im Bereich Kinderbetreuung, im Bereich Verkehr, Breitbandversorgung, eben auch da, wo der Markt versagt, sagt, wir wollen das und wir wollen dafür auch Geld ausgeben. Das gilt im Staat wie in den Kommunen. Und dafür stehen wir, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. Die Unterschiede zwischen Parteien sind manchmal schwer erkennbar, gerade wenn man mehrere Jahre miteinander regiert. Das ist keine Frage. Und deswegen bin ich Herrn Pence dankbar, dass er mit seinem Statement dazu beigetragen hat, dass die Unterschiede zwischen CDU und SPD wieder klarer geworden sind. Meine Damen und Herren, danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Christoph Degen. Nächster Redner ist der Abg. Lieschert, AfD-Fraktion. Herr Präsident, werte Kollegen, meine Damen, meine Herren! Es ist ja grundsätzlich durchaus zu begrüßen, dass die SPD ausnahmsweise einmal die Unternehmen schützen will und sie nicht in Regulierung ersäufen will. Das finde ich wirklich gut. Aber jetzt, wo Sie Ihr Herz für Unternehmen entdeckt haben und vielleicht sogar auch bereit sind, einmal auf Augenhöhe mit Unternehmern zu reden und nicht nur von oben herab, dann fragen Sie die doch einfach einmal. Wie viele Unternehmen oder besser Unternehmer kennen Sie denn, die Angst vor Marktradikalität haben? Ich kenne keinen, und ich kenne viele, denn ich bin selbst Unternehmer. Ich kenne keinen einzigen, der Angst vor mehr Marktwirtschaft hat, aber ich kenne sehr viele, die Angst vor dem fetten Staat und mehr Staatswirtschaft haben, und das zu Recht. Und wenn hier davon die Rede ist, dass es sich um eine Marktbereinigung handeln würde, liebe Kollegen, das ist doch Unsinn. Die staatlich erzwungene Schließung hat doch nichts mit Marktbereinigung zu tun. Es geht hier nicht um Marktversagen, sondern um Staatsversagen, meine Damen und Herren. Und jetzt möchte ich einmal etwas ganz Spektakuläres tun, nämlich den Herrn Ministerpräsidenten ausdrücklich recht geben. Kein Land kennt den Königsweg. Ich glaube, das waren Ihre Worte am Dienstag. In meinen Worten, es gibt also keine Bedienungsanleitung gegen Corona, die man einfach abarbeiten könnte, und dann wird alles gut. Und genau deswegen darf es auch keine Willkür geben. Keine Willkür, auch eine Aussage des Ministerpräsidenten vom vergangenen Dienstag. Und das bedeutet evidenzbasierte Entscheidungen. Davon wird seit Monaten geredet. Nur, es passiert nicht. Wo ist denn die wissenschaftliche Basis für die willkürlichen Schließungen? Wo denn? Und was ist mit Verhältnismäßigkeit? Dieser Begriff kommt in den Debatten nämlich viel zu kurz. Und wenn Virologen die neue Regierung sind, dann trifft ein ganz bekanntes Phänomen ein. Wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, sieht alles aus wie ein Nagel. Deswegen die Zahlenhuberei und deswegen die Expertokratie. Aber diese ersetzt niemals politisches Abwägen. Die am häufigsten vom Ministerpräsidenten am Dienstag genannte Zahl war 50. Was hat es mit dieser magischen Zahl 50 auf sich? Dahinter verbirgt sich der Schwellwert, ab dem die Gesundheitsämter wohl nicht mehr in der Lage sein sollen, die Infektionsketten nachzuverfolgen. Und weil diese Nachverfolgung nicht möglich ist, weil Infektionsherde nicht mehr identifiziert und dadurch natürlich auch nicht eingedämmt werden können. Deswegen sind zielgerichtete Maßnahmen nicht möglich, und deswegen haben wir den Lockdown. Und vor diesem Lockdown müssen Hessens Unternehmen geschützt werden. Und nach Auskunft der Digitalministerin
im DDR letzte Woche, ist ihr kein Projekt der Landesregierung bekannt, die Leistungsfähigkeit der Gesundheitsämter zu erhöhen. Mag sein, dass im Gesundheitsministerium dazu etwas stattfindet, aber wenn das im Kabinett nicht passiert, dass man konsequent nach Alternativen zum Lockdown sucht, dann ist das ein Skandal, meine Damen und Herren. Und wovor müssen Hessens Bürger und Unternehmen denn wirklich geschützt werden? Vor dem Great Reset. Ich höre natürlich jetzt schon wieder Verschwörungstheorie und so weiter. Aber es ist ganz egal, wie Sie das nennen wollen. Ob es der Green Deal ist, ob es die große Transformation ist oder wie es bei Biden heißt, Building Back Better. Meine Damen und Herren, es ist reichlich pervers, wenn sich reihenweise Spitzenpolitiker in Deutschland und weltweit vor die Kameras wagen und von den großen Chancen der Corona-Krise faseln. Wie klingt das in den Ohren der Familien, die Heimarbeit, Heimbeschulung, Heimbetreuung alle unter einen Hut bringen müssen, die schon am Anschlag sind und viel zu oft darüber hinaus? Wie klingt es in den Ohren von selbstständigen Unternehmern, die durch die unverhältnismäßigen Maßnahmen um ihre Existenzgrundlage gebracht werden? Meine Damen und Herren, Deutschland und Hessen müssen vor allen Dingen vor Politikern geschützt werden, die Corona als eine Chance zur Selbstermächtigung missbrauchen und die mit dem Instrument der EU-Taxonomie jetzt auch noch allen Ernstes die Weichen in Richtung Planwirtschaft stellen. Und auch eine ökosozialistische Planwirtschaft bleibt Planwirtschaft. Und wir werden nicht aufhören, diesen Putsch von oben und diesen Anschlag auf unsere Demokratie und soziale Marktwirtschaft ans Licht zu zerren. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank, Kollege Lichert. Das Wort hat jetzt der Abg. Dr. Stefan Naas, Freie Demokraten, FDP. Stefan, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, es ist eine Stilfrage, ob man zu jedem innerparteilichen Streit, zu jeder Entgleisung hier eine Aktuelle Stunde im Hessischen Landtag beantragt. Wenn wir bei jeder Entgleisung eines AfD-Mandatsträgers Aktuelle Stunden beantragen würden, wir wären auf Jahre ausgebucht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will mich nicht zur Begriffswahl des CDU-Generalsekretärs äußern, März-Dschihadisten. Ich will mich auch nicht dazu äußern, wenn gesagt wird, Menschen, die einen anderen Kandidaten wählen, seien Spalter. Ich will auch nichts zur Aufgabenbeschreibung eines Generalsekretärs in der hessischen CDU sagen. Also bei uns steht in der Aufgabenbeschreibung, dass ein Generalsekretär zusammenführt und die Partei nicht weiterspaltet, gerade nach großen Wahlen. Das will ich alles nicht tun. Es ist, glaube ich, traurig heute. Und Sie sind auch gestraft genug, Kollege Pentz, dass Sie gleich zweimal hier Gegenstand einer Aktuellen Stunde sind im Hessischen Landtag. Und Sie haben sich ja auch für vieles schon entschuldigt. Aber die öffentlichen Kommentare zeigen doch, wie gespalten die CDU ist. Roland Koch, Wilsch, Judith Lannert auf der einen Seite, viele Kreisverbände, Schulterklopfen auf der anderen Seite von Inge Felte. Ich könnte diese Liste jetzt beliebig erweitern. Es zeigt, wie gespalten die CDU ist, auch nach dieser großen Parteivorsitzendenwahl. Und wir sehen das mit Sorge, weil wir eigentlich immer an die marktwirtschaftlichen Kräfte in Ihrer Partei appellieren. Und wir haben Sorge, dass Sie ins Hintertreffen kommen. Und das bringt mich zum zweiten Teil. Nämlich der Aussage zur Bereinigung der Wirtschaft. Und lieber Kollege Pentz, das ist leider nicht zum ersten Mal ein völlig falsches Bild von unserer Wirtschaft, von unserer Marktwirtschaft. Wenn der Staat Läden schließt, Tätigkeitsverbote ausspricht, hat das nichts, aber auch rein gar nichts mit einer Bereinigung der Volkswirtschaft zu tun. Wirtschaftshilfen sind keine Almosen, es ist eine Unverschämtheit. Und dafür sind Sie zu Recht auch bei der Demonstrationsveranstaltung von
Alarmstufe Rot der Veranstaltungsbranche auch ausgepfiffen worden. Entschädigungen und Hilfeleistungen sind eine Selbstverständlichkeit in diesen Tagen. Der Staat hat nämlich in den Markt eingegriffen. Er hat aus Gründen des Allgemeinwohls Tätigkeiten zum Erliegen gebracht, Läden geschlossen. Und deswegen muss er auch Hilfe leisten, muss er Entschädigungen zahlen. Und damit, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, ist nicht gemeint die Aufstockung von 1.000 Euro Soforthilfe in Hessen und großzügige Kreditprogramme, die es schon vorher gab bei der WI-Bank, sondern damit ist eine echte Entschädigung, eine echte Hilfe gemeint. Wir Freie Demokraten waren die Einzigen, die hier ein eigenes Corona-Hilfegesetz für Hessen präsentiert haben, vorgelegt haben. Das sind die konkreten positiven Vorschläge, die der Kollege Wagner vorgestern ja eingefordert hat von der Opposition. Und wir stehen damit, das möchte ich abschließend sagen, zu unserer Marktwirtschaft in diesem Land. Als Staat, wo wir besondere Hilfe dieser Tage leisten müssen, machen Sie das endlich auch, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Naas. Nächster Redner ist der Abgeordnete Jan Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir erleben zweifelsohne eine der größten Krisen in der Geschichte der Bundesrepublik. Infolge der Corona-Pandemie, der notwendigen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz bangen Millionen Menschen um ihre Existenz. Sie sorgen sich darüber, ob sie mit dem Kurzarbeitergeld über die Runden kommen, ob sie mit ihrem Laden und ihrem Geschäft Insolvenz anmelden müssen oder ob sie gar ihren Job verlieren werden. Und das alles wegen eines Virus, für den die Menschen überhaupt nichts können. Und deshalb will ich es an dieser Stelle ganz einfach und ganz deutlich sagen. Wer in einer für unzählige Menschen so existenziellen Situation wortwörtlich oder sinngemäß sagt, so hart es klingt, ich hätte es zugelassen, dass der Markt diese Volkswirtschaften auch mal bereinigt, der hat sich politisch wirklich disqualifiziert. Denn diese Pandemie hat gezeigt, gerade in der Krise regelt der Markt eben nicht alles. Es braucht einen handlungsfähigen Staat, der mit Gesetzen, Regeln, mit staatlicher Hilfe alles dafür tut, dass der Markt in einer Krise nicht die Menschen und ihre Existenzgrundlagen und die Unternehmen hinwegfegt. Und wer sich in der Krise auf die freie Hand des Marktes verlässt, dem droht ein böses Erwachen. Aber zur Wahrheit gehört auch, es sieht alles danach aus, als sei der Generalsekretär der Hessen-CDU, Manfred Penz, Opfer einer Intrige von Parteifreunden, insbesondere der Jungen Union, wohl vom rechten Flügel der Hessen-CDU geworden. Parteifreunde von dem Generalsekretär Penz scheinen nichts Besseres zu tun gehabt zu haben, als Äußerungen von ihm auf einer internen Online-Konferenz mal direkt an die Bild-Zeitung weiterzugeben. Hier scheint leider das alte Motto zu gelten, wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde. Und es sagt auch viel über das Klima aus in der Hessen-CDU. Ob man dazu allerdings eine Aktuelle Stunde braucht, das ist eine politische Geschmacksfrage, das will ich offen gestehen. Dass aber ausgerechnet die AfD so eine Aktuelle Stunde beantragt, das entbehrt nicht einer gewissen Komik, denn sie von einer elaborierten Wortwahl, mit einer elaborierten Wortwahl ist sie hier bisher noch nicht aufgefallen. Jetzt hat der CDU-Generalsekretär die Wiedergabe seiner Aussagen zurückgewiesen, hat sich nach Kritik aus den eigenen Reihen entschuldigt, auch aus den Reihen der Opposition. Dabei könnte man es eigentlich belassen. Aber es sind ja nicht nur die Aussagen über die Wirtschaftspolitik, sondern Herr Penz soll noch gesagt haben, ja, der Parteivorsitzende Friedrich Merz, der sei der größte Spalter der Partei und hat die Anhänger von Merz als Dschihadisten bezeichnet. Ich will jetzt gar nicht so viel über die Wortwahl vom Kollegen Penz sagen. Ich will das nicht weiter hier diskutieren. Sie scheinen mir eher nicht in Einklang mit den sonst so hochgehaltenen bürgerlichen Tugenden zu stehen. Aber sei es drum. Ich bin auch froh, dass Friedrich Merz nicht CDU-Parteivorsitzender geworden ist. Da sind Manfred Penz, ob es ihm gefällt oder nicht, und ich vielleicht gar nicht so weit auseinander. Und ich will Ihnen auch noch einmal sagen, warum. Friedrich Merz stimmte 1997 gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe.
Im Jahr 2000 schlug er vor, das Renteneintrittsalter nicht auf 67, sondern auf 70 zu erhöhen. 2004 forderte er die Abschaffung des Kündigungsschutzes. Beides ein Schlag in das Gesicht hart arbeitender Menschen. In jüngster Zeit hatte Friedrich BlackRock Merz mit Blick auf die Corona-Pandemie sogar gefordert, alle staatlichen Leistungen auf den Prüfstand zu stellen. Den Rechtsextremismus wollte er damit bekämpfen, dass er Grenzschließungen thematisiert. Das hat ja schon bei Horst Seehofer wunderbar funktioniert. Nein, wir finden es richtig, Friedrich Merz, seinen neoliberalen und seinen rechtskonservativen Positionen, den muss man entschieden Paroli bieten. Und wenn dann Generalsekretär Manfred Pentz sich gegen Friedrich Merz stellt und sich dabei der Kritik der Wagners, Irmers, Kochs und Wiltschs der Hessen-CDU erwehren muss, dann wäre ich ja der Letzte, der ihn in dieser Position kritisieren würde. Und wenn Manfred Pentz nun den Friedrich Merz und seinen Jüngern die Stirn bietet, steht das ja im Übrigen kurioserweise zu seinen vorher geäußerten Marktliberalisierungs- und Bereinigungsfantasien, denn die sind ja eigentlich dem Programm von Friedrich Merz gar nicht so unähnlich, aber es scheint beim Kollegen Pentz noch ein Rest soziales Gewissen vorhanden zu sein, immerhin, möchte ich sagen. Zudem ist uns ja auch aufgefallen, dass der Manfred Pentz mit seinen qualifizierten Zwischenrufen grundsätzlich ein großes und ausgeprägtes Interesse an der Entwicklung von real oder vermeintlich sozialistischen Staaten im 20. Jahrhundert oder aber auch in aktueller Zeit hat. Da gibt es ja auch einen gemeinsamen Interessengegenstand, aber geschenkt. Wer jetzt aber vor zu viel Gemeinsamkeiten Sorgen hat zwischen Manfred Pentz und der Linken im Hessischen Landtag, den kann ich beruhigen. Die letzte Rede des Kollegen Pentz, an die ich mich erinnern kann, die trug den Titel in Hessen »Klares Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft statt sozialistischen Enteignungsfantasien«. Leider zeugte dieser Beitrag nicht von besonders großen Kenntnissen unserer Verfassungsgrundlagen und auch unserer Geschichte, sodass wir da auch weiterhin in entschiedener politischer Gegnerschaft sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Das Wort hat der Kollege Jürgen Frömmrich, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, so mancher Zwischenruf richtet sich auch selber, lieber Kollege Rock. Aber okay. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist doch sehr schön, dass wir an diesem Tagesordnungspunkt über das sprechen können, was uns hier im Land, im Landtag, aber die politischen Parteien, alle, Regierung, Opposition beschäftigt. Das ist, dass wir uns um die Probleme der Menschen in unserem Land kümmern, und zwar intensiv, und dass wir mit sehr viel Empathie dorthin gucken, wo es Menschen in unserem Land schwierig haben, wo Menschen vor Existenznöten stehen und wo Unternehmen auch darum kämpfen, dass ihre Arbeitsplätze erhalten bleiben. Und darum kümmern wir uns. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist das Gegenteil von Bereinigung von Markt, sondern das ist Hilfe für die Menschen in einer sehr schwierigen Situation. Und das tun wir alle gemeinsam jeden Tag hier. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir arbeiten daran, dass diese Unternehmen gestützt und gerettet werden, dass Arbeitsplätze erhalten werden. Und wenn man ein bisschen Einblick in die Arbeit derer hat, die sich da in erster Linie auch mit beschäftigen, mit der Ministerpräsident, das Corona-Kabinett, das Kabinett, die Abgeordneten dieses Hauses. Wir haben gestern viel über den Haushalt gesprochen und über die Dinge, die wir dort im Haushalt hinterlegen, damit wir die Probleme der Menschen in den Griff bekommen oder die Menschen dabei unterstützen können, der kann doch nicht allen Ernstes unterstellen, dass wir hier einer Ideologie der Marktbereinigung das Wort reden. Genau das Gegenteil ist der Fall, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich verstehe auch nicht damit, warum wir in solchen Situationen nicht die Möglichkeit ergreifen, das Gemeinsame zu betonen, die Maßnahmen und die Wirkungen zu beurteilen, die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, dass wir nicht gemeinsam die Empathie für die Menschen in unserem Land aufbringen und das aussprechen. Und wir sind doch gemeinsam dabei, diese schwierige Situation in irgendeiner Form in den Griff zu bekommen. Gemeinsam.
Wir als Bundesländer, wir als Land Hessen, der Bund, die Kommunen, alle sind daran beteiligt, den Versuch zu unternehmen, den Menschen eine Perspektive zu geben und in schwierigen Situationen zu helfen. Und es ist auch vollkommen egal, in welchen Zusammensetzungen das geschieht, in ganz unterschiedlichen Farbkonstellationen, mit schwarzer Ministerpräsidentenführung, mit roter, mit grüner, mit gelber, mit dunkelroter. Aber es gibt ja auch Koalitionen, an denen die FDP beteiligt ist. Also alle gemeinsam in allen Farbkonstellationen versuchen wir, diese schwierige Situation für die Menschen und Unternehmen in unserem Lande so erträglich wie möglich zu machen und deswegen hier eine Debatte aufzumachen, sozusagen die einen Empathie und die einen anderen Marktbereiniger, finde ich an der Sache vorbei. Und das wird der Lage in unserem Land auch nicht gerecht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist auch nicht nachzuvollziehen, sage ich auch in Richtung des Kollegen Degen, die eigenen Erfolge auch immer so klein zu machen mit so etwas. Warum das da drüben in Rheinland-Pfalz, wenn man es gemacht hat, die hohe Regierungskunst ist und warum, wenn man das Gleiche in Hessen macht, warum das der pure Dilettantismus ist. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht, dass man kritisiert, auf der einen Seite ist das, was man im Bund in der Regierung macht, gut. Wenn es gut ist, dann ist es die SPD oder Olaf Scholz an der Spitze. Wenn es schlecht ist und schlecht läuft, ist es die CDU. Ich glaube, es ist die falsche Strategie in dieser schwierigen Situation, wo viele Menschen gucken auf uns, was machen wir hier eigentlich, das Spaltende zu betonen, anstatt das Gemeinsame zu betonen und nicht auch die Erfolge, die das zeitigt, in den Mittelpunkt zu stellen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das kommt mir in dieser Debatte wirklich zu kurz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es sind doch große gemeinsame Anstrengungen gemacht worden, um viele Dinge nachzusteuern oder besser zu machen oder Dinge bereitzustellen, die den Menschen helfen. Ich will nur ein paar Dinge aufzählen, die wir hier im Lande Hessen oder im Bund oder Land Hessen und Bund gemeinsam gemacht haben. Wir haben Unterstützungsprogramme für die Unternehmen aufgesetzt. Wir haben Liquiditätshilfen bereitgestellt. Kredite wurden bereitgestellt. Das Kurzarbeitergeld wurde finde ich, in einer guten Art und Weise geregelt. Wir haben Bürgschaften bereitgestellt, Überbrückungshilfen, Beteiligungsprogramme, Notfallkassen, steuerliche Hilfen, Anpassungen, was die Vorauszahlungen angeht, Stundungen von Steuerzahlungen. Also, jetzt zu Ende kommen. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, das zeigt doch, dass wir eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen haben in dieser schwierigen Situation, den Unternehmen und den Menschen in unserem Land zu helfen. Und keiner dieser Maßnahmen, die hier beschlossen worden sind, sind doch in der Art und Weise diskutiert worden. Wir wollen eine Bereinigung des Marktes oder wir wollen den Menschen helfen, sondern in erster Linie stand die Hilfe für die Menschen und die Unternehmen. Und das haben wir, glaube ich, in einer guten Art und Weise gemacht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Frömmrich. Als nächstes hat sich der Abg. Pentz von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir befinden uns in jeglicher Hinsicht in einer außerordentlichen Zeit. Diese Zeit hat für jeden von uns Auswirkungen, und sie geht an keinem von uns spurlos vorbei. Jeder Einzelne von uns steht in der Verantwortung, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich kenne keinen, weder hier im Haus, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch in der Landes- oder Bundesregierung, der sich diese Entscheidungen leicht macht. Es wurde heute in der Debatte viel gesagt. Vieles wurde mir vorgeworfen. Man muss jede Aussage stets im Kontext sehen. Ein solcher Bildartikel kann diesen leider niemals wiedergeben. Zunächst zu den zitierten Aussagen zu Friedrich Merz.
Mir ist klar, ich habe mich in Tonfall und Wortwahl vergriffen. Dies bedauere ich sehr. Ich wollte weder Friedrich Merz noch seine Anhänger beleidigen. Deshalb habe ich mich sehr persönlich bei Friedrich Merz entschuldigt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie kennen mich alle. Ich bin manchmal emotional, aber ich kann mich entschuldigen. Und Sie wissen, wenn ich mich entschuldige, dann meine ich das ernst. Zu den Wirtschaftshilfen. Wir haben in der Debatte um das Sondervermögen intensiv diskutiert und gerungen, innerhalb der Regierungsfraktionen und auch hier im Parlament. Uns allen war bei der Entscheidung klar, dass wir noch unseren Kindern und möglicherweise unseren Enkeln die Schuldenlast auftragen. Aber uns war genauso klar, jetzt ist die Zeit, denjenigen zu helfen, die unter der Krise leiden. Ich habe dem Sondervermögen selbstverständlich hier in diesem Hause mehrfach zugestimmt. Und dazu stehe ich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollte in diesem Zusammenhang ich falsch verstanden worden sein, dann tut mir das leid. Aber ich stelle noch einmal klar, ich will nicht, dass unser Friseur, unser Gastronom oder der Einzelhändler vor Ort pleite geht. Ich habe nie einen Zweifel daran gelassen, dass ich immer uneingeschränkt für die Wirtschaftshilfen mich ausgesprochen habe, sowohl hier in diesem Haus als auch auf kommunaler Ebene. Meine Damen und Herren, für jeden von uns ist auch klar, dass diese Krise dazu beitragen wird, den Strukturwandel zu beschleunigen. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Opposition, packen Sie Ihre Empörung wieder ein. Die hessische CDU steht uneingeschränkt zu den Wirtschaftshilfen. Ich stehe uneingeschränkt zu den Wirtschaftshilfen. Und unser gemeinsames Ziel ist es doch, stärker aus dieser Krise herauszukommen, als wir in sie hineingegangen sind. Dafür werde ich arbeiten, dafür werden wir arbeiten, heute und in den nächsten Jahren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Pentz. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Aktuelle Stunde der SPD-Fraktion mit der Drucksache 20/4957 abgehalten.